Easy Credit Stadion beim Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen. Die Franken unter Coach Hecking haben nach 5 Spieltagen bereits 3 Siege geholt, so viele wie zuletzt vor 23 Jahren. Die Bremer unter Trainer Schaaf mit dem besten Start seit 6 Jahren. Die Gastgeber mit der ersten Gelegenheit, Mendler beim Freistoß. Aber Werder-Torwart Wiese rettet souverän. 14 Minuten sind da gespielt. Nur 3 Minuten später, wieder ist der Bremer Schlussmann im Mittelpunkt. Nürnberg im Angriff. Und Wiese holt den Nürnberger Eitler von den Beinen. Schiedsrichter Dr. Jochen Drees zögert keine Sekunde. Rot für Tim Wiese. Werder nur noch zu 10. Trainer Schaaf reagiert, nimmt Arnautovic raus und bringt Keeper Mielitz. Die 24. Minute, Bremen in Unterzahl mit Pizarro, Ekici und der besorgt die Bremer Führung. Ausgerechnet Mehmet Ekici. Der spielte noch in der Vorsaison für die Klubberer und macht jetzt gegen seinen alten Verein sein erstes Saisontor für seinen neuen Club. :1 zur Pause. Es schüttet und hagelt in Nürnberg. Die zweite Hälfte kann erst 20 Minuten verspätet beginnen. Im zweiten Durchgang wird's wieder sonnig und die Gastgeber legen einen Gang zu. 62. Minute, Ecke Vollner. Wollscheid, Tor, der Ausgleich nach gut einer Stunde. Die Nürnberger sind wieder im Geschäft. Saisontor Nummer 1 für Abwehrmann Philipp Wollscheid. Seit 4 Heimspielen warten die Franken auf einen Sieg gegen Bremen. Jetzt wollen sie ihn holen. Vollner. Aber Ersatzkeeper Mielitz hält sicher. Nürnberg gegen Ende überlegen. Aber es bleibt beim 1:1 unentschieden. Werder sammelt weiter Punkte. Die Klubberer warten nun seit 5 Heimspielen auf einen Sieg gegen die Nordlichter. So lang wie gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten.